Ja, hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von diesem Video jetzt. In diesem Video möchte ich ein wenig meine Gedanken äußern zum freien Meinungsaustausch, zu Zensur in Internetdiskussionen und es geht auch ein bisschen um die Thematik unser Finanzsystem, unser Geldsystem. Anlass waren halt ein paar Diskussionen, die sich zu meinem Video ergeben haben, Kritiken an meinem Werben für das Equal Money System, was von Destiny ja ganz stark vertrieben wird. Und da gab es dann auch ein paar Leute, die mir empfohlen haben, block die Diskussion doch ab. Und das werde ich nicht tun. Also ich bin für den freien Meinungsaustausch auch von kritischen Meinungen. Die Blockfunktion oder die Löschfunktion auf meinem Kanal werde ich wirklich nur dann benutzen, wenn ich entweder vollgespammt werde, ist klar, da muss man sie einfach benutzen. Oder wenn jetzt wirklich irgendwelche volksverhetzenden, rassistischen Sachen, Aufruf zu kriminellen Taten oder der Ähnliches kommen würde. Also ich habe bis jetzt sie auch nur einmal benutzt und das war bei einem Kanalkommentar von einem faschistischen Kanal, den man in Deutschland auch nicht aufrufen kann. Also ich weiß, wie man das umgehen kann und wo von daher auch gar keine Diskussion wirklich möglich ist. Und ich finde es aber sehr wichtig, halt die Diskussion offen zu halten, möglichst viele Leute mit einzubeziehen. Jetzt zum Beispiel am Beispiel des Equal Money Systems, was ich vertrete und wo ich halt möchte, dass das möglichst weit dieser Gedanke, dass man sich mit unserem Geldsystem beschäftigt, mit der privaten Geldschöpfung, na, da solltet ihr vielleicht alle mal nach googeln, wie unser Geldsystem überhaupt funktioniert und wo das Geld überhaupt herkommt. Und meiner Meinung nach ist das ein Hauptübel unserer Zeit, unser System, was auf Dauer wirklich nicht funktionieren kann. Man hat es an der Weltwirtschaftskrise auch gesehen, welchen Einfluss dieses Finanzsystem ja auf die Lebensrealität aller Menschen haben können, wenn es halt zu so einer Krise kommt. Und ich glaube, dass es auch nicht die letzte Krise gewesen ist. Aber selbst wenn dieses Geldsystem in Anführungsstrichen funktioniert, sorgt es halt für eine immer ungleichere Verteilung des Geldes auf der Welt, für große Armut in weiten Teilen der Welt, aber auch in unseren Industriegesellschaften, wo es uns ja noch relativ gut geht und niemand hungert oder so, jedenfalls fast niemand, führt es auch zu einer immer schieferen Verteilung in der Einkommenspyramide. Und da möchte ich eigentlich, dass dieser Gedanke, dass an diesem Geldsystem etwas nicht stimmt, möglichst weit verbreitet wird. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich so viel zusammen mit Destiny mache und auch immer wieder deren Videos verbreite, deren Thematiken. Mir geht es gar nicht darum, diese Organisation oder mir geht es eigentlich auch gar nicht um die Organisation, sondern dieses Umfeld an sich zu stärken, dass jetzt alle irgendwie Destiny beitreten sollen, irgendwie sich die Haare abrasieren oder sonst was. Das ist für mich eher nebensächlich. Ne? Sondern halt diese Idee des Equal Money Systems zu verbreiten. Und da finde ich eine offene Diskussion auch sehr wichtig. Kann dieses System funktionieren? Gibt es vielleicht auch Alternativen? Und ich denke mir jetzt, im Destiny-Umfeld wird da viel gemacht. Es sind sicherlich nicht immer die ökonomisch kompetentesten Leute mit dabei,
Da gibt es sicherlich andere, die vielleicht auch andere Alternativen anbieten, die sich ja auch stärker mit den Details beschäftigt haben. Zum Beispiel ein Kanal, wo ich über meine Titelseite drauf verlinke, Kyron Food oder so ähnlich. Ich werde hier einen Link reinsetzen, der sich auch damit ganz stark beschäftigt, unter dem Aspekt leistungsgedecktes Geld. Vielleicht auch ein sehr sinnvoller Ansatz. Habe ich mich persönlich auch noch nicht weit genug eingearbeitet, um da wirklich kompetent was zu sagen zu können. Aber ich denke mir, je mehr Leute in diese Richtung denken und diese Kritik überhaupt erstmal verbreitet wird und wahrgenommen wird, ja, desto besser ist das. Und ich setze mich ja auch für das BGE, bedingungslose Grundeinkommen, ein. Und auch da denke ich mir, ist eine offene Diskussion wirklich wichtig, weil gerade bei der Geschichte Grundeinkommen, manchmal wird es ja auch als Bürgergeld bezeichnet, was eigentlich ein bisschen was anderes ist und so, da gibt es auch, ich sag mal, neoliberale Fallen, in die man da tapsen kann. Ich werde da auch auf einen Kanal verlinken, der eine Gegenposition zum Grundeinkommen einnimmt und der genau auf diese Gefahren hinweist. Und meiner Meinung nach ist das auch schwierig, ein Grundeinkommen einzuführen, ohne wirklich auch grundlegende Änderungen am Finanzsystem durchzuführen. Also auch hier werde ich auf einen User verweisen, der meiner Meinung nach dazu eine sehr respektable Kritik hat. Wichtiger als sich jetzt irgendeine Organisation anzuschließen und dann immer nur darauf zu beharren, diesen Standpunkt, den möchte ich jetzt vertreten haben, ist für mich halt wirklich die offene Diskussion und möglichst viele Kreise damit einzubeziehen. Ja, ob die Leute jetzt aus dem Destiny-Umfeld kommen oder aus dem sozialistisch-kommunistischen Bereich oder andere Kritiker, vieles schart sich um das, was man so NWO-Gegner nennt, sogenannte Infokrieger und so, wo ich auch sehr viel Kritik an diesen Leuten habe, aber die sich halt auch Gedanken machen müssen. Und der Gedankenaustausch, der freie Gedankenaustausch, ist es doch, wozu man das Internet wirklich benutzen kann. Und das finde ich wichtig. Gerade damit man vielleicht auch Denkfehler vermeidet, damit sie korrigiert werden können und man sich vorwärts entwickelt und weiterkommt. Na? Damit man nicht hier den Zong zieht und ja, in Fallen reinläuft oder sich reindenkt, die vielleicht zum Beispiel von neoliberalen Kreisen ausgelegt wird. Ja. Ich habe am Anfang, als ich meinen Kanal startete, habe ich eigentlich, weil ich das aus vielen anderen Internetdiskussionen gekannt, mit viel mehr Kritik auch an dem, was ich äußere und so von mir gebe, gerechnet. Das ist kaum eingetreten. Ich hatte bis vor kurzem fast eigentlich nur, wenn überhaupt, dann Bewertungen, mal positiv, mal negativ, und wenn was kommentiert wurde, dann nur positive Bestätigung. Das ist natürlich schön. Ich freue mich natürlich mehr über positive Bestätigung, wenn jemand sagt, jo, cool, gut, super, deine Videos oder was du sagst oder was auch immer. Aber um geistig voranzukommen, um auch ja vielleicht neue Denkansätze zu entwickeln, seine Argumentation zu verbessern, ist es vielleicht auch viel besser, auch mal Kritik oder andere Aspekte zu äußern, so dass über die Diskussion wieder etwas Neues entsteht.
Also, ja. Zum Schluss möchte ich jetzt kommen und sagen halt, ja, versucht euren Geist zu benutzen, versucht euch zu beschäftigen, googelt nach Equal Money System, googelt, wie dieses Geldsystem funktioniert, beschäftigt euch mit dem Grundeinkommen, mit möglichen Alternativen dazu. Ja, und ansonsten hoffe ich, ihr zieht dabei nicht den Zong, der kommt jetzt wieder weg, sondern ihr bleibt geistig offen, diskussionsfreudig und ich hoffe, ich muss die Lösch- und Blockfunktion auf meinem Kanal und auch sonst wo überhaupt gar nicht verwenden. Jo, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag.